Wir hysterischen Eltern fürchten alles, was anders ist. Und deshalb behaupten wir einfach kackfrech, dass perverse Lehrer unsere Kinder umerziehen zu notgeilen Schwulen, fetten Lesben und Transgender-Sexmonstern. Dass Kleinkinder mit Sexspielzeug jonglieren und alle Babys LKW fahren müssen. In der Schule soll es endlich wieder so sein wie früher. Auch zu Hause. Papa trinkt Bier, Mama wischt seine Kotze weg. Und Geschlechtsverkehr gibt's einmal im Monat. Und zwar mit Licht aus, ihr Ferkel.